Ich verwende heute das neue Galagladi. Griechenland. Gefangen Griechenland. Ja, den Trassler Community Day habe ich im Urlaub gespielt. Mit der neuen Sofortattacke Psychoklinge kennt man vielleicht schon von Mewtwo, von Cresselia, von ein paar anderen Pokémon. Abfahrt. Mit einem Team, welches so gut wie nichts aushält, aber ordentlich viel Schaden austeilen kann. Krypto Impagator, Krypto Glurak hinten drin. Ja, mit der Psychoklinge hat man nach 4 Sofortattacken die Laubklinge und nach 5 Nahkampf. Also wirklich sehr schnell. Doch Nahkampf schwächt den eigenen Angriff ab und die eigene Verteidigung. Und von daher dachte ich mir vielleicht vorne. So, ich glaube, das können wir machen. Das können wir definitiv machen. Wartet mal, da muss ich die Energie, glaube ich, im Auge haben. Oh, daran muss ich mich gewöhnen. Dass hier Loe-Kanonade neutral war, aber ich werde es nun nicht mehr jedes Mal sagen. Ich glaube, ich kann leider nicht runterfarmen. So. Kann ich auf null Schilde gehen, wenn ich dann nochmal von Eissturm abgeschwächt werde? Oder nun machte vermutlich Siedewasser. Okay. Schilden wir aber nochmal und dann kann ich mit dem Impagator gegen Dingenskirchen kämpfen. Leider Glurak, also die fliegenden Feuer-Pokémon, sind die schlimmste Antwort, die man haben könnte. Gegen Galagladi. Und von daher war das schon mal eine sehr böse Führung. Weil Laubklinge gegen Flug, Feuer oder Nahkampf gegen Flug macht auch nicht viel. Aber hier, Krypto gegen Kryptoschaden, das ging schon mal in Ordnung. Und nun wäre der Gegner eventuell sogar in Reichweite von einer Laubklinge oder so. Doch der bunkert sich einfach die komplette Energie und farmt dann runter. Na gut, dann gehe ich hier mal raus, dass er nicht noch mehr farmen kann. Ja, mit Galagladi habe ich mal im Video auch schon eine 17er-Serie aufgestellt. 17 Siege hintereinander, alle live im Video, in einem nicht getankten Punktebereich, also ganz normal. Ja, da war damals in der Hyperliga Primär, da war niemand auf Galagladi vorbereitet. Kann man hier mit Psycho... Okay. Yeah. Galagladi, tebedi top. Galagladi war hier wirklich top. Solltet ihr spielen, neues, starkes Pokémon. Das war böse. Das war von Anfang an komplett und völlig vorbei. Aber ich würde gerne einfach vorne einen neutralen Nahkampf und dann abhauen. Nein, das ist definitiv auch kein neutraler Nahkampf und das ist definitiv auch keine halbwegs irgendeine Führung, die man machen kann. Okay. Bam-badam, bam-badam und bam-badam. Galagladi heute bitte nicht nach vorne nehmen, liebe Leute von heute, denn da habt ihr riesige Probleme. Entweder Nahkampf gegen Gift macht natürlich keinen Schaden oder die Laubklinge gegen Drache keinen Schaden und gegen Gift keinen Schaden, also überhaupt keinen Schaden. Klar, die Psychoklingen tun vielleicht irgendwann schon weh, aber ja. So, fatal. Nun muss er hier nicht chillen. Überlebt ganz knapp. Ich kann wenig farmen und mit der Energie könnte ich sowieso nicht viel anfangen. Na gut. Na sorry Leute, aber da kann man wirklich nicht viel machen. Galagladi und Impagator sollten eigentlich... Ja, okay, da gebe ich direkt auf, glaube ich. Da gebe ich direkt auf. Der hat dann Nassschweif gegen Glurak bei mir. Na und... So, mal schauen. Außer er kommt vielleicht nicht mit Tandrak rein. Kommt er mit Tandrak rein oder nicht? Kämpft er vielleicht schon, wenn ich hier nicht drücke? Nein, kämpft er nicht. Abfahrt, rüber da. Ja, seht euch hier den Sofortattackenschaden an. Der kann mich hier nun komplett vernichten. Aber, und der wird ja nicht noch ein Pokémon schwach gegen Psycho hinten drin haben, oder? Nehme ich mal an. Eventuell timet er irgendwann schlecht, schenkt mir Sofortattacken. Weil offenbar ist er schwach hinten drin gegen Glurak.
Okay, neutral, aber guter Schaden. Ja, keine Ahnung, das wird bestimmt auch wieder Monate dauern, bis dieser Fehler behoben wurde. Weil wir haben ja nur die Go-Kampf-Liga. So, 4 habe ich hier, er hat 3 gemacht. Muss ich direkt blind drücken? Oder kann ich mir eine Sofortattacke... Oh, okay. Erlauben. Hilfe! Take Toss! Ach, du meine Güte. Wir haben kein Pokémon, wo ich mal Nahkampf immerhin neutral landen könnte. Wirklich gar kein Pokémon. Und hier die Dunkelklauen effektiv, Eros effektiv. Galagladi, tut mir echt leid für dich. Die Leute hassen dich alle. Die hassen dich aber komplett. So richtig hassen sie dich. Ich hätte nur auf einen Gleichstand, den ich gewinne, irgendwie hoffen können. Nun wird er bestimmt runterfarmen. Ja, das war nicht so viel Schaden. Okay, aber ich habe ja drüben keine Energie mehr. Ich habe drüben keine Energie mehr. Das war mal ein schlechter Start für Galagladi. Ja, ich habe hier gar keine Energie mehr und Glurak hätte anscheinend auch nicht ausholen wollen, wenn ich das richtig sehe. Und es regnet noch immer. Ich glaube, schon 3 Videos lang regnet es. Auch draußen leider. Hört auf damit. Ich will ordentlich spielen und ordentlich farmen, so ein kleines bisschen. Vor allem dann in der Wetterwoche. Obwohl, dann würde es Regen vom EO geben, vermutlich. Durchgehend. So, Galagladi. Kein Tantrak, bitte, und so weiter. Ja, Quappo geht definitiv in Ordnung. Quappo geht mal in Ordnung. Ja. Und das geht auch nicht in Ordnung, leider. So, der muss nun nicht schilden. Bitte, danke. Na genau. Und nun dachte ich, ich kann vielleicht Wirbel abfangen. Wie schwach ich doch gegen Elektro bin. Aber Elektro spielt ja sowieso niemand, oder? Aber ich habe Glück, weil Elektro hat hier nur neutralen Schaden verursacht. Boah, kann ich nun runterfarmen? Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Kein gutes Team. Auf jeden Fall kein gutes Team. Macht das bitte nicht nach. Dieses Team solltet ihr überhaupt nicht nachmachen. Aber was könnte man machen? Keine Ahnung, ich sollte wieder Teams kopieren. Definitiv. Ah, ich warte nicht. Eigentlich sollte man warten, weil ich im Rückstand bin, aber da waren noch so wenige Ladeattacken, dass er, glaube ich, auch noch nicht raus kann. Von daher hier eine Laubklinge. Buja, die wird geschildert. Na und... hoffentlich der Eissturm. Da kann ich noch hoffen, weil der verursacht nicht so viel Schaden. Jawohl. Den überlebe ich noch. Oh, nö. Oh, nö. Da hat er hier abgefangen. Krypto, bester Kumpel, Alola Sandama. Okay. Eventuell schildert er ja nicht. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Einfach nicht schilden. Einfach nicht schilden hier, weil du denkst, ich ködere. Ah, schade. Schade, schade, Schokolade. Ja, ich schaffe hier keinen Sieg. Ich glaube, ich schaue dann mal bei den YouTubern vorbei, ob man da irgendein Team kopieren kann. Das wäre, denke ich mal, die richtige Wahl. Erreiche ich die Loe-Kanonade, die erreiche ich noch. Dann kann sich Quappo Energie holen, leider. Oh, der hätte nicht abfangen dürfen. Der hätte hier wirklich nicht abfangen dürfen. Ich kann noch nicht rausgehen. Quappo kann sich 3 Sofortattacken holen. Okay, 3 waren einige zu viel. Leider. Leider, leider, leider. Wir schaffen gleich noch einen Sieg. Ich vertraue darauf. Aber Quappo in der Führung, das war gar nicht so schlecht. Doch gegen Ampharos konnte ich leider nicht viel machen. Und da habe ich sogar den Nahkampf landen können. Heieiei. Mieses Team gebaut. Wirklich mieses Team gebaut. Pixie, es wird nicht besser. Es wird auf jeden Fall überhaupt nicht besser. Das war ein schneller Switch. Definitiv.
und Gleichstand, aber egal. Ich bekomme auf jeden Fall einen Schild oder den Switch. Eines von beidem. Ja, und mit... Da kann ich auch mit Galagladi nicht viel machen. In der Vergangenheit also mit Konfusion. Die Dragoran konnte man runterfarmen. Konfusion macht guten Schaden, aber... Das ist ja so ein bisschen... Bisschen ungeschmeidig. Hilfe. Nö, von Galagladi bin ich ein bisschen enttäuscht, aber in der vorigen Folge, ich hatte eben Bock darauf, weil so viele Leute damit gespielt haben, dachte ich mir, komm, das sehe ich mir mal an. Aber da bin ich gerade ein kleines bisschen irgendwie so enttäuscht. Nahkampf rein hier. Der wird einen Krypto-Dragoran, denke ich mal, schon besiegen. Und dann hat der... Okay, was... Regisil. Ja. Ich glaube nicht, dass ich da noch was machen kann. Aber hier gegen Pixie muss ich auf jeden Fall nicht schilden. Eine Attacke und kann schön runterfarmen. Oh, und eventuell erreiche ich oder würde ich einen Nahkampf erreichen? Ich glaube... Sein Fehler war auf jeden Fall, dass er rübergegangen ist. Die Attacke war nicht so effektiv. Ich sag die Typ-Effektivitäten dazu, weil das Spiel will nicht. Jo, wir haben mal gewonnen. Leute, wir haben mal gewonnen. Da hätte ich definitiv noch einen Nahkampf auch erreicht mit Galagladi. Sehr gut. Und wie auch in der Superliga wäre die Krypto-Variante hier viel stärker. Laut PvPoke. So, die Krypto-Variante, ich glaube, Platz 30 oder so. Und die normale Platz 80. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Ein sehr gewaltiger Unterschied. Eben, man macht sowieso... Galagladi, Galagladi, was passiert mit dir? Galagladi, kannst auch ein paar Dinge machen. Das war ja mal der größte Fehler meines Lebens, dass ich hier Galagladi nach vorne gepackt habe. Aber so richtig. Drachenklaue. Na und ich baller dir den Eisstrahl rein. Runterfarmen, glaube ich, kann er knapp nicht, oder? Der muss schon noch Energie ausgeben oder ich erreiche eine Attacke. Weg mit dir. Okay. Ich werde auf den Gleichstand gehen, der aber, glaube ich, keiner war, oder? Obwohl man keine Sofortattacke gesehen hat, aber das ist auch so ein schickes neues Update von Niantic. Bei Impagator sieht man einfach die ausgeholten Attacken nicht. Oh, der ist auch Krypto? Ich dachte am Anfang, das war ein normales. So, die Dunkelklauen leider gegen Galagladi auch effektiv? Nein, ich weiß gerade wirklich nicht. So, Galagladi feiere ich momentan irgendwie alle. Alle sind dagegen. Alle sind komplett dagegen. Holla die Waldfee, seht euch diesen Schaden an. Der ist ja brutal von den Dunkelklauen. Ich meine, klar, effektiv und so weiter. Da will ich mir gar nicht mehr viel... Wow! Wow! Galagladi! 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 Du bist ja richtig brutal. Galagladi, du bist ja richtig brutal hier. Na gut, egal was ich hier reinge... Moment mal, ich bin in... Impagator rein und der hatte hier Kryptomagnetzone und dachte sich so, nö, komm, ich troll den noch ein kleines bisschen. Den trollen wir hier, das holen wir nicht rein. Aber hinten drin will ich Galagladi nicht spielen. Komm schon, wir sind nur ein paar Punkte weiter unten. Da gewinnen wir einige Führungen. Wo sind die Impoleon? Genau, die Impoleon können nun kommen. Impoleon doppelt Drache, Abfahrt damit. Nein, Galagladi wird schon fein sein, doch irgendwie... In der aktuellen Geschmacksrichtung habe ich ein kleines bisschen Pech. Nicht wieder einen Ampharos, bitte, weil ich bin ultra schwach dagegen. Okay. Okay. Das war eventuell nicht so schlau, aber bei Glurak müsste ich vielleicht sehr schilden und so weiter. Von daher schauen wir mal. Einen Strauchler werden wir ja sowieso überleben. Weil der vermutlich neutral ist oder so. Und Mondgewalt. Sehr gut. Also hätte sogar Seher gehabt. Ich glaube, das hätte noch nicht besiegt. Von daher will ich da noch nicht drücken. Und ja.
Ich hole mir noch richtig viel Energie. Richtig viel. Und zwar vor deiner Attacke, nicht auf den Gleichstand, weil wenn du schildest, baller ich dir gleich noch eine hinterher. Okay, da kommt aber kein Schild. Und nun kann Quappo ein bisschen farmen, aber hoffentlich kann ich da ein kleines bisschen Vorarbeit machen. Gut. Ja, ich glaube, gegen Cresselia hätte ich schneller in Glurak einfach reingehen sollen. Das wäre auch nicht verkehrt gewesen. Das wäre schlauer gewesen. Aber ich wusste gerade gar nicht mehr, dass ich Glurak hinten drin habe. Gut. Das war schon mal stabiler Schaden. Na und... Okay. Ich dachte am Anfang, dieser Floor kann noch knifflig werden mit einem Schildrückstand, aber da hat sich einfach ein Kryptosazenia rein verirrt. Alles klar. War also komplett richtig. Ich habe natürlich sein Team schon gerochen, weil hätte ich Glurak gegen Cresselia reingeholt, das war natürlich sein Plan, dann hätte ich Impergator gegen Sazenia gehabt. Ja. Das war, da hatte ich Glück. Galagladi. Was machst du nur? Galagladi, was passiert mit dir? Okay. Milotic. Mit einer Drachenrute als Sofortattacke. Surfer, Ladeattacke vermutlich. Und hey, es steht mal dran. Es steht mal dran. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe doch wirklich keine Ahnung. Aber Glurak und dann Wasser hatten wir schon ein paar Mal, gerade mit Galagladi vorne. Da verliert man wirklich so hammerhart, da kann man echt nicht viel machen. Das wird vermutlich noch immer nicht besiegen. Befürchte ich. Oder? Oh! Ach, wie ärgerlich. Ach, wie ärgerlich. Na gut, null Schilde mit Pokémon, die nichts aushalten. Die wirklich nichts aushalten. Skelokrok. War da nicht ein Glurak vorne? Bin ich doof oder was? Oder war da ein Glurak vorne? Ich bilde mir doch ein, da war ein Glurak vorne. Galagladi, es tut mir so leid. Galagladi, es tut mir wirklich so leid. Die spielen komplett anti-Galagladi. Also wirklich, dagegen kann ich auch nichts machen. Laubklinge und Dingeskirchen, alles nicht so effektiv. Galagladi, wirklich, tut mir leid. Aber da war ein Glurak vorne, glaube ich, oder? Ich kann mich gerade echt nicht erinnern. Skelokrok hinten, Glurak vorne. Offensichtlich und vermutlich. Wir suchen weiter, Galagladi. Okay, wir suchen noch ein kleines bisschen. Wir finden schon noch was für dich, wo wir Dinge machen können. Nahkampf gegen ein Geist-Pokémon oder gegen ein Flug-Pokémon. Stabil. Sehr stabil. Nö, aber Glurak und Skelokrok hinten würde ich dann auch spielen. Das Team könnte man schon nachmachen. Galagladi gegen Fiaro. Galagladi gegen Fiaro. Komm, ich gehe Impergator rein. Bei Glurak, das hat alles nicht funktioniert. Wir gehen in Impergator rein, weil... Okay. So. Immerhin, hey, die Psychoattacken machen hier natürlich keinen Schaden, aber... Die Laubklingen auch nicht, aber... Ich habe Nahkampf mal. Ich hätte mal Nahkampf gegen ein Pokémon. Wild. Das ist ja richtig wild. Galagladi... Wir haben mal ein Pokémon gefunden, wo nicht alles von dir resistiert wird. Top. Ich erreiche noch einen Eisstrahl. Das ist auch top. Sehr schön, aber nun kann er sich noch ordentlich Energie holen. Ja, tut mir echt leid. Also, Galagladi sollte ich... Das wäre eigentlich effektiv. Galagladi... Kann ich echt nicht präsentieren hier. Das macht nicht viel. Leider... Und ich glaube, schauen wir mal, wie viel Schaden das verursacht. Boah, direkt die Hälfte.
Ich drücke hier, weil ich keine Ahnung habe, ob ich den Gleichstand gewinnen würde. Fiaro hat richtig viel Energie. Und so, Fiaro hat richtig viel Energie. Dann schildern wir hier, die spielen alle mit Sturzflug mittlerweile. Und das würde mich vernichten. Okay, oder mit Fliegen. Hätte ich aber sowieso auch schilden müssen. Loe-Kanonade verursacht mehr Schaden. Und er bleibt hier noch drin, offensichtlich. Wieso wird das geschildert? Weil eine Drachenklaue leider noch nicht besiegt hätte. Ich hoffe, ich erreiche nun noch eine Loe-Kanonade. Drachenklaue reicht nicht. Schwache Attacke, ich bin nicht vom Typ Drache. Okay. Oh, Feuerodem. Nein, wirklich, Galakladi kann ich einfach zu Hause lassen. Galakladi kann ich einfach... Also, Galakladi kann man... Galakladi. Kiratina, Fiaro. Tut mir echt leid, ich habe hier nur Anti-Galakladi-Pokémon. Kann man gerade nicht verwenden. Pixie vorne. Dies und das vorne. Oh, ich wollte noch eine und dann abfangen. Na gut. Tschüssi Lee, Tschüssikowski, Anti-Galagladi-Team. Wir suchen gleich nochmal Anti-Galagladi-Team. Und wir finden bestimmt eines. Autsch. Was muss man da bauen für ein Team? Galagladi und dann irgendwelche overpowerten Pokémon, die alles auseinandernehmen, wogegen Galagladi verliert. Aber da dachte ich mir ja. So, die Giratina. Da komme ich mit beiden gut an, hinten drin und Dingenskirchen. Okay. Einmal eine neutrale Führung. Heftig. Ich kann meinen Augen gerade nicht trauen. Eine neutrale Führung, die ich nicht direkt hammerhart verliere. Da kann ich ja meinen Augen gerade wirklich nicht trauen. Schade, ich dachte, wir können hier abfangen. So. Genau. Cavalanzas. Mal nicht hammerhart verloren. Das war schon erfrischend. Eine erfrischende Überraschung für dieses Video. Und... Boah, der hätte im Gleichstand gedrückt. Aber offenbar kein Gleichstand, weil ich habe nicht ausgeholt. Aber irgendwie hat das wie ein Gleichstand ausgesehen. Hat schon so ein bisschen danach ausgesehen. Na gut. Nochmal Lohe-Kanonade. Leider bin ich schwach gegen die Mondgewalt. Okay, und leider kommt da auch ein Schild. Leider bin ich schwach gegen die Mondgewalt, aber ich kann eigentlich nirgendwo schilden oder so. Ja, keine Ahnung. Impergator. Impergator. Wir kämpfen. Wir kämpfen schon. Und dann haben wir noch Probleme, glaube ich. Pion Draghi. Ja, Psycho macht ja auch keinen Schaden. Laubklinge auch nicht. Dann muss ich auf Nahkampf. Nervig. Wirklich irgendwie nervig. Aber da haben wir mal eine Attacke abgefangen. Und dann reicht vielleicht schon die Laubklinge, oder ich... Wow! Galagladi? Was war denn da los? Moment, ich meine, die Typeffektivitäten werden nicht eingeblendet, aber Knirscher sollte neutral sein, oder? Das war doch nicht fünffach effektiv. Nein, ich... Keine Ahnung, sorry, tut mir echt leid mit Galagladi. Ich habe hier gerade keine Ahnung, was ich da machen soll. Ich spiele ja da nur irgendwas. Galagladi. Und ich bin nicht die Krypto-Variante. Da kann man auf jeden Fall Krypto nehmen. Man wird ja sowieso geone-shottet von einem Knirscher. Knirscher sollte neutral sein, glaube ich. Und gegen die Quappo kann ich nicht viel machen, weil die holen dann immer ein nerviges Pokémon rein. Ja, schon wieder Elektro. Hilfe. Hilfe. Das ist wirklich nicht schön. Gegen die Amp... Vor allem, wir hatten ein Video zu diesem Team gemacht. Wieso macht ihr ein Video zu so einem Team? Nein, also, hinten drin darf ich nicht schwach gegen Elektro sein. Definitiv nicht. Schade. Da
Da hätte ich schon irgendwie mit einem Schild gerechnet. Dafür kommt jetzt ein Schild, oder? Bin ich mir sicher. Genau. Sehr gut gerochen mal wieder alles. Ja, und dann habe ich auch direkt, dann habe ich noch ein Quapo. Schlechtes Team. Bitte nicht nachmachen, aber ich werde das Video trotzdem hochladen. Kann man nicht viel machen. Da kann man echt nicht viel machen, leider, wenn man so ein doofes Team baut. PV Poke hat gesagt, Galagladi und Impergator sind ein Top-Duo. Das hat PV Poke gesagt. Und wenn PV Poke das sagt, dann vertraue ich PV Poke auch eigentlich nicht oder so. Hilfe, Leute, seht ihr, wie ich gerade keine Ahnung habe, was hier abgeht? Ah. So, helft mir doch irgendjemand. Das kann sich ja keiner ansehen. Ich glaube, ich habe noch nie so oft aufgegeben in einem Video wie in diesem hier. Das ist ja echt. Sollte man nicht machen, was ich hier baue. Galagladi kann man spielen, eventuell nicht vorne und eventuell nicht mit Elektroschwäche hinten. Bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen. Nö, noch ein Versuch mit einer Elektroantwort. Stalos. So viele Ampharos, gegen die ich verloren habe und keine Ahnung, was für Pokémon noch. Wir machen nun was anderes. Das war ja wirklich komplett mies. Impergator und Glurak hinten und Galagladi alles vorne verloren. Impergator, okay. Mal eine neutrale Führung, würde ich sagen. Seine Dunkelklauen effektiv. Aber ich habe relativ schnell die Laubklingen, die mal abgefangen wurden. Aber nun kann ich mir ordentlich viele Sofortattacken holen. Nämlich, wie viele machen wir? Wir machen so viele. Na und gehen dann in Cremanso rein, denn hier sind alle Attacken nicht sehr effektiv. Und er hätte sogar mit Strauchler geködert, aber immerhin schön aufgebaut. Na und ich steigere mich dann mal mit der Nitro-Ladung nach oben und sollte hier hoffentlich schöne Sachen machen können. Sehe ja sogar. Seht ihr meine KP? Die sind schon echt weit unten. Ich kann und will nicht schilden. Ich kann und will wirklich nicht schilden. Ich hoffe, das ist nur ein Strauchler. Bitte nicht, Seher. Okay, sehr gut. Aber er könnte nun schilden, wenn er will, glaube ich. Befürchte ich. Er kann nun schilden und dann mit Impergator mit Energie gegen meinen Glurak kämpfen, tut aber nicht. Glück gehabt. Wirklich viel Glück gehabt. Psycho vorne, Psycho hinten. Ich wurde inspiriert von anderen Teams hier, gegen die ich davor gekämpft habe. Und ich hätte mir die Drachenroute eigentlich gönnen sollen. Anstatt, dass ich auf den Gleichstand gehe. Aber ich habe ja bei Galagladi auch wieder Energie. Von daher. Okay. Ich glaube, seine Verteidigung ist gesunken. Bin ich mir aber unsicher. Der geht immer auf die Gleichstände. Dann gönne ich mir einfach immer die Drachenrouten. Aber wenn er hier nochmal eine Lore-Kanonade macht, dann bin ich nun schon in Aquahobbits. Also auf jeden Fall bin ich dann in sämtlichen Reichweiten, die man sich nur vorstellen kann. War das ein Krypto-Impergator? Oder ein normales? Ein normales, okay. Aber ich habe mir hier, er hat zwar abgefangen, aber ich habe mir echt viel Energie wiederholen können. So richtig viel Energie. Doch die kann er sich nun auch wiederholen. Ja. Okay, da habe ich schon mal direkt verloren. Ich glaube nicht, dass ich eine vor ihm erreiche. Obwohl, er hat bei 4 abgefangen. Oh, könnte knapp werden, oder? Wie viel hat er? Nö, der hat... Da wird nichts mehr knapp. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Na gut. Weg mit mir. Und da kann ich auch direkt aufgeben. Da wird schnell aufgegeben. Es wird nicht besser. Ich dachte echt, wir können hier noch ein bisschen was retten in diesem Video, aber sieht schlecht aus.
Das geht ja immer weiter bergab mit meinem Galagladi. Nach 4 Sofortattacken hat man die Laubklinge. Und ich habe mich gegen eine Imperator-Führung echt doof angestellt. Aber die Dunkelklauen, die darf man nicht vernachlässigen. Die sind schon echt wild. Komplett wild. Nochmal Quappo. Hol wieder Ampharos rein. Die hatten wir 3-mal oder so, diese Teams. Das ist kein Ampharos. Was bist du? Was soll denn das? Was habe ich hier getan? Was habe ich hier reingeholt? Ein Pokémon mit einer Psycho-Attacke immerhin. Galasmogmog. Wo sind nun die Ampharos? Ich habe keine Ahnung, wo die Ampharos nun sind. Gegen ein Galasmogmog bin ich definitiv nicht vorbereitet mit diesem Team. Aber überhaupt nicht. Okay. Na und? Ich habe nur ein Problem. Die Leute gehen immer auf die Gleichstände oder schenken dann eine Drachenroute her. Irgendwann wird Hitzekoller schon Schaden verursachen, aber vielleicht hat er die Attacke ja gar nicht. Eventuell hat er die ja nicht. Das würde mich dann freuen. So, was war nochmal vorne? Quappo, oder? Quappo war vorne. Nein, von der Energie her glaube ich kein Hitzekoller, oder? Da steht immer sehr transparent, seht ihr das? Sehr effektiv dran. Das ist doch wirklich genial. Aber dieses Ding ballert ja Ladeattacken ohne Ende raus. Hallo? Beruhig dich mal. Kannst du dich mal beruhigen? Das geht ja echt nicht mehr fit hier. Und dann hätte ich gegen Quappo vielleicht auch den einen oder anderen Psychobeißer. Aber nun kann Quappo noch Energie farmen. Eieiei, auf der anderen Seite. Naja, nein. Cremanzo kann ich nicht reinholen wegen Siedewasser. Aber die Konter machen keinen Schaden. Und der Eissturm verursacht vermutlich auch keinen Schaden. Okay. Tentoxa. So helft mir doch irgendjemand. Wir brauchen Konfusion. Alle drei seiner Pokémon schwach gegen Dingenskirchen. Ach, ich gehe rüber. So, alle drei schwach gegen Psycho. Ich hoffe auf Säurespeier. Das war kein Säurespeier. Ich hoffe auf Niantic Internet. Das war kein Niantic Internet. Schade, aber Problem, wenn ich geschildert hätte, dann wäre es ein Säurespeier gewesen. Von daher wollte ich nicht schildern. Okay. Das wird auf keinen Fall besiegen. Ich weiß, Effektivitäten sieht man nicht, aber das ist nicht effektiv, sondern neutral. Also es ist nicht nicht sehr effektiv, sondern es ist nicht sehr effektiv, nämlich neutral. Und von daher, okay, hier macht er auch wieder Siedewasser. Er hat die Absenkung bekommen. Gut, bei Quappo abgefangen wird sowieso noch nicht besiegen, weil ich abgeschwächt bin. Und, boah! Moment, war das hier gegen Quappo auch nur neutral, oder wie? Er sollte vermutlich keine Ladeattacken mehr drücken. Einfach mit Sofortattackenschaden, ja. Aber er drückt noch, weil er vielleicht noch eine Senkung möchte. Ich werde keine zwei Laubklingen erreichen. Ja. Also drücken war hier Quatsch eigentlich. Gut. Ich schaff keinen Sieg. So helft mir doch, Galagladi. Mach paar Sachen. Ich bin echt enttäuscht von Galagladi. Komplett. Aber wo sind nun die Quappo mit Ampharos? Bringt da nicht sowas wie ein Galasmogmog rein? Das freut mich ja überhaupt nicht. Walreiser. Achtung, ich werde es irgendwie vermasseln. Ich lande Nahkampf in ein Flug-Pokémon oder so rein. Okay. Ich werde das auf jeden Fall irgendwie vermasseln können. Dann gehe ich da auf Laubklinge oder einfach auf einen heftig-deftig schönen Nahkampf. Boah, ich bin schon auf der Hälfte. Dann wird hoffentlich ein Nahkampf besiegen. Galagladi hält ja null aus. Also wirklich null. So ein Eisbär und direkt Chisili. Wow. Komplette Enttäuschung.
Was? Ja, dann gehe ich sowieso auf die Laubklinge. Das war ja eine richtige Enttäuschung. Ach du meine Güte. Galakladi. Wieso hat der Nahkampf nicht besiegt? Oh, die küssen sich gerade, oder? Was passiert hier? Wieso hat der Nahkampf nicht besiegt? Keine Ahnung. Habe ich da die Verteidigungssenkung bekommen? Er baut auf jeden Fall auf Erdbeben auf. Hat er so viele Erdbeben-Pokémon? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Genau. Finde ich Stalos gegen Stalos gerade echt kurios. Bitte kein Erdbeben. Bitte kein... Er hat echt Erdbeben und kann nun wunderschön vermutlich runterfarmen. Boah, das kann ich eigentlich nicht erlauben, aber nun ist es auch schon fast zu spät, oder? Eieieiei. Ich glaube, ich muss rausgehen. Ich kann dann nicht, dass er noch so viel farmt. Können wir hier nicht machen. Ich wollte eigentlich noch eine Sofortattacke machen, aber ich wusste nicht, dass ich die Ladeattacke hier schon habe. Okay, da kommt ein Schild. Hilfe! Hilfe! Bisaflor. Gegen Bisaflor war man auch immer stabil mit Konfusion. Und hier habe ich nun Ladeattacken ohne Ende. Wow, Nahkampf. Neutral. Neutraler Nahkampf. Und direkt rein. Bitte kein Einäschern unterdrücken von mir. Hier, danke schön. Was war nochmal vorne? Ich kann mich gerade nicht erinnern, weil Reiser eventuell mit bisschen Energie. Irgendwann muss ich schilden. Flora-Statue, genau. Genau. Die Flora-Statue. Definitiv bitte immer gegen Feuer-Pokémon die Flora-Statue machen. Nicht die Matschbombe. Auf keinen Fall. Aber offenbar war das kein Köder, sondern... Genau, das war offenbar kein Köder. Und ich denke, hier mache ich einfach Einäschern. So. Oder drücke ich noch? Drücke ich noch? Der wird hier nicht auf Erdbeben gehen, oder? Breitseite geschildert. Ich habe Flora-Statue geschildert und eine Breitseite geschildert. Ideal. Aber wenn ich Glück habe, war das ein Sieg. Ja, Leute, ich kann es nicht glauben. Ich kann es wirklich nicht glauben. Nag also Eissperr von Valraiser und ich bin schon im guten gelben Bereich. Neutraler Eissperr von Valraiser. Und ich mache Nahkampf. Meine Verteidigung sinkt. Ich bin vom Typ Kampf und halte offenbar nichts aus. Und Valraiser so, hallo, ich lebe noch. Ich dachte echt, Galakladi wäre irgendwie gehypt, aber nö. Galakladi kann man irgendwie ein kleines bisschen in die Tonne kloppen. Oder ich kann Galakladi gerade ein kleines bisschen in die Tonne kloppen. Okay, ich bin gerade echt froh, dass ich diesen Knirscher hier noch drauf bekomme. Da bin ich gerade wirklich froh, weil ich gegen Giratina sehr schwach bin. So. Giratina Doppelcharm eventuell. Vielleicht Giratina Doppelcharm, aber Galakladi auch hier. So. Gegen Giratina verliere ich hammerhart. Gegen Feen mit Charm verliere ich hammerhart. Was kann Giratina machen? Was kann Galakladi machen? Ihr seht es doch. Ich habe nur Probleme damit. Wir finden keine neutralen Pokémon dagegen. Wirklich gar keine neutralen Pokémon finden wir hier. Ich meine, ich kann reingehen und dann eine Laubklinge machen. Aber die Charm gegen Cremanzo wäre natürlich ein bisschen... Komm, ich gehe rüber. Opfere mich. Boah. Boah. Die Charm würde ich mir so vorstellen, wenn ich Krypto bin. Ja, nein, Gala... Wow, okay. Das hingegen hätte ich nicht gedacht. Aber geht in Ordnung. So sind wir schon mal richtig viele Schilde losgeworden. Das geht, glaube ich, in Ordnung. Nun wieder hier, okay. Dann werde ich warten. Tut mir leid, aber ich muss hier wirklich für jeden Sieg schwitzen. Das ist brutal. Das ist hier wirklich brutal mit Galakladi. Wieder hier mit rein. Okay. Ich glaube, auch einen Schattenstoß würde ich noch überleben.
Drachenklaue, vermutlich dann mit Antikkraft. Sehr gut. Boah, komm schon. Ich hämmere dann auf den Knirscher und ich hoffe nicht, dass er abfängt. Aber wird er vermutlich. Ich hämmere auf Knirscher. Yo, das war wichtig. Und nun, gib mir noch ein Charm-Pokémon, bitte. Ich brauche die Sieger gerade wirklich. Ich enttäusche meine Leute. Ja! Ja! Und Galagladi konnte gegen alle drei Pokémon nichts machen. Wirklich gar nichts konnte ich machen. Ich steigere mich hier noch rauf, sodass ich mehr Schaden verursache. Galagladi, null. Null Dinge, die es machen konnte. Aber, hey, er hat geschillert und ich habe da ein paar Laubklingen unterbekommen, weil er noch nicht rausgehen konnte. Wow. Galagladi tut mir gerade echt irgendwie leid. Eventuell dann im Premier Cup. In der Premier-Variante. Wo man kein Giratina spielen kann. Wo man kein Schlinking spielen kann. Weiß ich nicht, muss man schauen. Aber da werden auch viele Fiaro und Glurak und so weiter und so fort am Start sein. Okay. 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 Epitaph. Psychoattacken effektiv, seine Konter gegen mich nicht sehr effektiv. Aber wie mache ich weiter? Ich glaube, ich bleibe hier einfach drin. Vor allem er hat die Krypto-Variante. Aber seht euch den Schaden an. Seht euch einfach nur den Sofortattackenschaden an. Die Dunkelklauen sind schon brutal, aber ich weiß nicht, wie ich dann Epitaph noch so eher loswerde. Moment mal, 8. Ah, ich glaube, ich freue mich gerade einfach über den Gleichstand. Weil ich muss sonst doppelt schilden. Ich freue mich gerade einfach über den Gleichstand und schau dann mal weiter. Ich drücke nicht im Gleichstand. Er gönnt mir nämlich eine Drachenroute, aber er hätte auch nicht gedrückt. Ja. Ich schau mal aber so richtig weiter. Gehen wir auf Psychobeißer. Für die garantierte Abschwächung. So, und dann wird Cremanzo nämlich aufräumen am Ende. Na, komplett aufräumen. Ich kann keine Teams bauen. Ich baue ja hier nur Quatsch. Kompletten Quatsch baue ich hier nur. Es tut mir echt leid, Leute. Dieses Video ist mir ein bisschen unangenehm. Kleines bisschen unangenehm. Was werde ich hier nun schilden? Den Icy, oder? Boah! Gratis einäschern bekommt man hier. Nachthieb. Okay. Ich glaube, ich drücke schon direkt. Beseitigen wir dich. Und dann hat Impergator natürlich noch Energie. Leider sehr viel. Okay, aber hier kommt ein Empoleon rein. Und nun habe ich sowieso verloren. Impergator hat definitiv Energie. Leider. 3, okay. Nitro-Ladung, ich bin gesteigert. Impergator hat eine Attacke ready, oder? Die hat er sich gebunkert. Die hat er sich aufgehoben. Ja, ich hätte nicht drücken dürfen. Ich hätte nicht drücken sollen. Dann hätte ich hoffen können, gewinne ich den Gleichstand oder gewinne ich ihn nicht. Na, weg. Und Chisili. Das war wirklich niederschmetternd. Ich habe Galagladi nicht zum Laufen bekommen. Tut mir sehr leid dafür. Egal, was ich gemacht habe, wird nicht besser. Ja, ich hoffe, ihr habt mehr Glück mit Galagladi. Bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen.